بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Geschwister im Islam, ich wollte heute über ein Thema sprechen, was von einigen Geschwistern behandelt wird, wie die sechste Säule des Islams, nämlich die Mehrehe. Ja, es ist leider so, dass einige Brüder da so viel drüber labern, ja, zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau, nochmal zweite Frau, dritte Frau, vierte Frau, dass man wirklich das Gefühl hat, im Islam ist das die sechste Säule des Islams. Selbstverständlich ist die Mehrehe etwas, was erlaubt ist und sogar erwünscht ist, weil der Prophet a.s. dies getan hat und die meisten Sahaba. Nur sollte man auch seine Situation betrachten, auch die Situation der Frau betrachten diesbezüglich. Und ich sage erstmal, diejenigen, die nicht dazu in der Lage sind, eine vernünftige Mehrehe zu führen, die sollten sich auch erstmal mit diesem Gedanken nicht beschäftigen. Und deswegen gebe ich auch erstmal den Brüdern den Tipps, entweder heiraten oder Mund zumachen. Denn wenn man die ganze Zeit von diesem Thema redet, dann macht man vielleicht andere Brüder, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit dazu haben, verrückt. Ja, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Bilder kreiert und ja und dieses und jenes, und das gehört sich im Islam nicht. Das gehört sich auch im Islam nicht, von intimen Handlungen zu berichten, die man mit seiner Frau hat oder mit seinem Mann hat. Und zu erzählen, ja, ich habe so und so lange gemacht, ich habe dieses und jenes gemacht, ich habe so und so gemacht, in der und der Stellung und dieses und jenes, das gehört sich nicht. Das sind Sachen, und das ist sogar eine schwerwiegende Sünde. Das sind Sachen, die gehören zu Hause hin. Und wir wissen sowieso, dass die meisten Brüder, bei den Schwestern kann ich es nicht so stark einschätzen, sowieso 90% der Stories alle erfunden sind. Dass sie alle die Weltmeister in der Beziehung sind. Und dabei, naja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, entweder man macht es oder man hält den Mund. Und labert nicht so viel durch die Gegend rum. Und wovon ich nur abraten kann, ist das, was auch sehr weit verbreitet ist, das ist so die heimliche Zweitehe. Das ist keine Zweitehe in dem Sinne, sondern es ist mehr so Selbstbetrug. Es wurde, viele Brüder haben das gemacht, ja, und haben sich gefühlt wie die Hühnerdiebe, ja, die auf die Uhr am Gucken sind und aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwas haben, zu sehen ist. Das heißt, die erste Frau darf nicht wissen, dass er eine zweite Frau geheiratet hat. Und ehrlich gesagt ist das eine Sache, von der wir absolut abraten. Ja? Weil das tatsächlich keine wirkliche Ehe ist. Das heißt, wenn das einer macht, dann sollte er seiner ersten Frau auch Bescheid sagen. Und ich gebe da mal kurz einen Tipp, wie der Sheikh Abu Ishaq, ein Lehrer von mir, ein Sheikh von mir, wie er das gemacht hat. Er wollte er hat übrigens vier Frauen, er hat glaube ich jetzt 22 Kinder insgesamt mit Mashallah Tabarakallah, mit den Stiefkindern. Und er hat seine erste Frau geheiratet und war Prediger gewesen und er wollte eine zweite Frau heiraten. Und ehrlich gesagt ist davon schwer abzuraten, wenn man schon lange mit der ersten Frau verheiratet ist, sondern einfach zu eng miteinander verbunden ist. Und er hat dann zu der ersten Frau gesagt, guck mal, ich bin ein Prediger und ich möchte nur über Sachen predigen. Ich bin ein Daya, ein Sheikh. Ich möchte nur über Sachen reden, die ich auch selber praktiziere. Und ich möchte dazu einladen, die Mehrehe zu praktizieren. Weil gerade in vielen islamischen Ländern ist es so, dass Frauen einfach in der Überzahl sind und nicht genug Männer finden und nicht genug Männer da sind, dass jede Frau einen Mann hat.
Das ist auch eine der Weisheiten hinter der Mehe. Ja, es geht ja nicht nur um pures Vergnügen, es geht ja auch darum, um Frauen zu helfen. Das sieht man auch in dem Leben des Propheten, dass jede Ehe, die er geführt hat, einen gewissen Sinn gehabt hat. Ja? Wobei ich nicht sagen will, dass man das nur aus Vergnügen, dass man das nicht darf. Aber man sollte schon auch gucken, wenn man immer so streng sich an die Sunna hält, wie es damals praktiziert wurde. So, jedenfalls hat Sheikh Abu Saq zu seiner ersten Frau das gesagt. Und er hat gesagt, mache Salatul Istikhara. Das heißt, sie soll das Gebet der richtigen Eingebung machen. Wenn das also gut ist, dass mein Mann eine zweite Frau heiratet, ja, dann bestimme das für mich und mache es leicht für mich. Ja, und dann gib mir Segen darin. Und wenn das schlecht für mich ist, dann wende das von mir ab. Und gib mir Gutes, wo immer ich bin, und mach mich dann damit zufrieden. Und sie hat das gemacht, und da hat er gesagt, und dann suchst du eine zweite Frau für mich, aber unter der Bedingung, sie soll keine Jungfrau sein. Bei einer Jungfrau hat es leicht, einen Mann zu finden, insbesondere in Ägypten. Und die soll schon Kinder haben, weil ich möchte, dass Kinder aufwachsen in einem religiösen Elternhaus. Das heißt, die Frau soll geschieden oder eine Witwe sein. Daraufhin ist die Frau von Sheikh Abu Saq hingegangen, hat ihre beste Freundin besucht. Oder eine Freundin. Und so hat es dann auch mit der dritten und mit der vierten. Und so hat er vier Frauen geheiratet. Und das funktioniert jetzt alles sehr, sehr gut. Ja, dass die, natürlich, es gibt immer eine gewisse Eifersucht, aber die sind eigentlich eher ein Herz und eine Seele. Das können sich vielleicht einige Frauen schwer vorstellen. Und ich denke, dass das daran liegt, weil da könnte ich mich natürlich auch irren, aber ich habe zumindest dieses Gefühl und habe auch schon mit einigen darüber gesprochen. Eine Frau kann sich nicht vorstellen, dass ein Mann zwei Frauen lieben kann. Weil es meistens so ist, dass eine Frau, die fremd geht, ihren Respekt vom ersten Mann verloren hat. Oder einfach psychisch krank ist. Aber ein Mann ist von Natur aus anders gepolt als eine Frau. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas doof an, aber das findet man zum Beispiel auch wenn wir die Evolutionstheorie in bestimmten Bereichen als falsch ansehen, so erklärt sie das, weil der Mann einen anderen Sexualdrang hat als die Frau. Die Frau versucht, einen Mann zu suchen, auf den sie sich vertraut, auf den sie vertrauen kann, der sie versorgt, der einen Status hat, der hinter ihr steht, der sie beschützt. Und ein Mann versucht sozusagen seinen Samen, um sich fortzupflanzen, in verschiedene Richtungen. Ja, das in verschiedene Richtungen zu verstreuen. Das heißt, er ist von Natur aus anders gepolt. Und deswegen sieht man auch, dass weltweit die meisten Gesellschaften Polygamie praktizieren, beziehungsweise Polygynie, das heißt also, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf. Das ist in den meisten Gesellschaften ist das so, nur in Europa ist das halt nicht gang und gäbe, weil die Kirche das verboten hat. Übrigens, Martin Luther hat das nicht als verboten angesehen, nur mal so nebenbei. Fakt ist aber, dass viele Propheten auch im Alten Testament, wie zum Beispiel Salomo, David, Abraham, mehrere Frauen hatten. Ja, das heißt, das Christentum hat das eigentlich nicht verboten. Die Propheten haben das nie verboten. So, und ich denke, dass es deswegen daran liegt, dass die Frau dann denkt, wenn der Mann eine zweite Frau heiratet, das heißt, bei mir passt irgendwas nicht. Und deswegen hört man auch oft, dass Frauen dann sagen zum ersten Mann, gefällt dir irgendwas nicht an mir? Ist irgendwas falsch an mir? Warum? Weil sie halt nur auf die Idee käme, nach einem anderen Mann zu suchen, wenn irgendwas mit dem ersten Mann nicht stimmt. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Ich könnte mich da natürlich auch irren, weil das steht jetzt so nicht im Koran, sondern ich versuche halt, die Situation auch zu analysieren. Beim Mann ist das aber anders. Der kann nach einer zweiten Frau suchen, obwohl er die erste Frau total super findet und in jeder Beziehung perfekt findet. So sucht er trotzdem eventuell nach einer zweiten Frau. Was mich angeht, also das möchte ich jetzt mal auch dazu sagen,
Ich habe dieses Thema schon lange abgehakt, ja, weil ich einfach weiß, dass ich dazu nicht in der Lage bin. Und dann muss man das Thema abhaken. Und deswegen sollte auch jeder, ich bin sicherlich nicht der Perfekte, ich bin auch verführbar, ganz klar, ja, ich bin ja kein Engel, aber haben wir klar, dass also ich habe sehr, sehr stark die Türen zugemacht. Ne? Und deswegen sind auch manche Leute etwas sauer auf mich, ja? Insbesondere auf Frauen, weil sie haben vielleicht hier und da mal Fragen und ich versuche ziemlich viel Abstand zu halten. Ja? Das heißt, dass man wirklich an mich auch gar nicht rankommt, weil wie gesagt, Gelegenheit macht Diebe und Gelegenheit macht auch Liebe in dem Sinne. الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.